geht's zu wissen? Ozapfdüs! So, servus miteinander. Guck mal, die servus. Lucy hier im Shot in der Hammel, ja. Kurz nach dem Anstich. Servus, ja. Lucy! Servus! Geht's dir gut? Ja, jetzt langsam wird es heiß. Und auf jeden Fall ist ja aufregend. Ja. Dafür hast du ja schon perfekte Ausstattung. Ich meine, kurze Lederhose, ein schickes Trachtenhemd. Ja. Wie kommt's? Erzähl mal kurz was darüber. Wie das kommt? Ich war bei Angermeier und da geht alles sehr, sehr schnell. Ja. Reingehen und einfach direkt ungefähr den Wunsch äußern. Das war so voll, also man konnte überhaupt nicht irgendwie vor und zurück laufen. Und dann direkt Richtung Lederhose, Richtung Hemden, kurz um die Ecke umgezogen. Was? Okay. Jetzt sieht man dich ja jedes Jahr in einer ganz schicken Lederhose mit einem ganz schicken Trachtenhemd. Verrat doch mal, hat denn die Lucy auch ein Dirndl zu Hause im Schrank hängen? Nein, hat sie nicht. Was muss denn passieren, dass Lucy sich auch ein Dirndl mal bei Angermeier holt? Also sie braucht viel größeren Busen. Sie bräuchte. Also ein bisschen Holz vor der Hütte. Ja. Ja, richtig so. Sag mal so. Das sagt man so, Holz vor der Hütte hier in Bayern. Du sag mal eins noch, Lucy, dein Lieblingszelt auf der Wiesn. Du bist ja doch schon einige Jahre hier. Wie viel der Wiesn ist das denn bei dir? Das ist der vierte Wiesn. Okay. Und also ich bin so ein Neuling, aber immer wieder gerne hier. Dieses Jahr, aber zum ersten Mal auch an diesem Tag, weil ich eigentlich nicht dabei und dann gleich auch hier in der ersten Reihe. Aufregend. Und es war Premiere, der Bürgermeister, der neue Bürgermeister aus München. Was sind denn deine Tipps für alle Zuschauer, die jetzt sagen, Mensch, ich möchte auch mal wie Lucy auf dem Oktoberfest feiern. Wo muss man hingehen? Wo ist die beste Party deiner Meinung nach? Wow. Wow, also heute im Kiffer, dann im Weinzelt, also bestimmt da, denke ich mal. Ich denke mal, man trifft Lucy definitiv, geht was im Weinzelt. Ganz zum Schluss noch, Lucy, dann lasse ich dich weiter feiern. Was wünschst du denn dir von der Wiesn 2014? Also ich wünsche mir auf jeden Fall, bis Ende nochmal zu kommen. Und genau, ich wünsche natürlich allen Wirten ein erfolgreiches Wiesnfest. Und viele betrunkene Menschen, denn darum geht es ja auch. Drei Wünsche in diesem Sinne. 1, 2, 3. Und Tschüss. Ciao.